Hallo meine Freunde und willkommen zu meinem ersten Let's Play. Play. Von einem MMORPG. Und heute spielen wir das Spiel Drachensand und ich weiß jetzt nicht, ob man es jetzt durchspielen kann, aber ich werde es immer spielen, bis ich es durchgespielt habe oder keinen Bock mehr habe. Es gibt das Level 40, es ist ein MMORPG, doch es gibt ein Feature, es ist ein Browser Game. Seht ihr, ich bewege kurz mal. Seht ihr, Browser Game. Browser. Keine Ahnung, warum das ist, aber ich habe mich eingeloggt. Browser. Ich gehe kurz da in die Position. Und ja. Gut. Hier ist schon der Anfang. Und zwar ist es jetzt der Teil, wo man einen anderen Charakter macht. Ich nenne meinen. Und wir können jetzt auswählen, und zwar den Drachenkrieger, Zirkelmagier, Waldläufer und Dampfmechanikus. Der Wutwolf wird im Kampf ein Kopf kürzer gemacht. Effekte. Wow. Ja, und ich hatte, also ich spielte auch mit dem guten Alex. Also der Leiter des Jahres hat ja mit dem Drachenkrieger gespielt. Moment, ich muss kurz mal hier. Leid. Ich gehe kurz mal da hin, damit ich die Zeit ablesen kann manchmal. Und ja, gut. Ist das so? Okay, geht's auch gut. Wir nehmen mal den Waldläufer, ich kann mir auch das nicht schon fortschalten. LOL! Das ist ein Dampfmechanikus, die ist nur als Mann. Haare. Schauen wir mal. Den nehme ich. Den nehme ich. Was ist denn? Was heißt, das ist so hieß ich dann noch früher. Was steht da? Dann einfach vor. Salut meine Freunde! Willkommen zu Drachensand Online. Buh. Ja, und zwar ist es kein Singleplayer Game. Nein. Wie Happy Wheels. Und zwar ist es ein Online-Game in Browser, ein MMORPG, das sogar Spaß macht! So ist die Perspektive und warum switch man mal hier? Ja, es gibt schon keine Gadgets. Okay, ruf die Shit gleich! Wir können neben Perspektive! Ich habe deine Seele dem Tod gestohlen! Doch die Seele hat das Glück, von einer Göttin erwählt zu werden! Die Freundin Janne! Hallo Janne, ich liebe dich! Musst du selbst helfen! Suche sie, wir werden uns an anderer Stelle wiedersehen! Sagte Ankeia. Setz dich gut an, Ankeia. Kauf dir mal nach. Aufgabe: Finde grüßen deine Freundin, die Drachenkriegerin Janne! Und sprich mit ihr! Ich weiß, ob man jetzt Janne ausspricht, aber. Das ist mein Janne. Oder Janne. Damit Penny. Oh mein Gott. Eine Riesenschlacht. Oh, schon gut. Was?
danke. Ruf des Schicksals. Tag mit den Little Farmies auf mylittlefarmies.de und du willst... Ein Tag mit den Little Farmies auf mylittlefarmies.de und du willst nie mehr zurück. Aufgabe, ziehe die toten Drachenblut von Jannes Bein. Oh, das ist... Ah! Sprich anschließend erneut mit Jan. Janne. Allzu viel! Habe ich fast den Blut verloren. Aber ich bin jetzt ein Drachenkriegerin. Ich habe durchgehalten. Aber das Biest erschlagen. Er hat das Biest geschlagen. Aber vorher hat mich noch erwischt. Bitte... Bitte zieh das schwere Ding von mir runter. Ah, mein Bein. Ah. Ich sollte für Hauptmann Faulen den Falken aus dem Vogelschlag holen. Wow. Für eine dringende Nachricht. Dann kam das Biest dazwischen. Bring den Vogel zum Südtor. Für mich hat sich's ausgekehrt. Pass auf dich auf. Boxfresh TV. 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 Hole einen Falken aus dem Vogelschlag. Bringe den Falken zum Hauptmann Faulen. Am Südtor. Wo soll ich jetzt hin? Oh da. Oh da. Oh no, oh no, oh no, oh no. Ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht... Leggy. Ich weiß nicht, ob es jetzt wieder auf Level 40 kommt, aber als ich später da ging es noch Level 40. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Tutti, tutti, tutti. Knapp. No. Oh. Was flog da gerade rum? So ist es Übungsschwert. Oh, scheiß auf das Kupfer-Jolo. Verdammte Scheiße! Ah, der Falke. Her damit. Oh, ist der Vogelpark? Ist der mehr?
Und oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter, ist das. Oh, das ist so groß, und jetzt ist. Kann ich das versuchen? Verbrannte Falken geboren. Geborgen. Und ich werde schließen. Ah, der Falke, hör damit. Wird Auftrag erledigt. Guck das Schicksal erledigt. Was ist denn das für ein verkohltes Gerippe? Verflixt! Ohne Falken! Wie sollen wir jetzt die Wärme nach Grimforth schicken? Ich habe dafür keine Zeit. Wir holen hier die Drachen aus der Luft. Wenn noch mehr Viecher landen, sind wir geliefert. Mein Augenmerk muss der Verteidigung der fliegenden Insel gelten. Aber die Welt sollte von der Rückkehr der Drachen. Willst du mich verarschen? Einfach nur abwarten. Eigentlich. Aber die Welt sollte vor der Rückkehr von der Drachen erfahren. Schlag dich zum Meister Thanos durch. Frag ihn, wie wir die Warnung runter nach Grimford kriegen. Ey Mann, ey Mann, ey Mann! Ich rast gleich aus! Ich bin drastisch noch aus. Oh, scheiße. Ich gehe noch zu diesem Ziel. Danach sag ich mal Tschüss für den ersten Part und mach dann gleich wieder mein Alter. Ja, das macht Spaß. Oh ne, oh ne, oh ne. Oh, halt deine verschiedene Form! Hey, du nervst, du nervst! Super, bitte nach Rat, wie ich diesen Scheißteil wegmache. Moment. Ich muss das kurz machen. Oh, Digga! Oh, das reicht nicht mal die Geräusche aus. Billa, jetzt gehen die coolen Geräusche weg, aber bis ich das. Bis es nicht weggeht, kann ich ja dann nicht. Ja, halt. Haben wir noch Zeit? Ich muss kurz gucken. Ah, oh, jetzt kommt doch! Gut, das ist noch schnell. Die Warnung für Grimford ist noch nicht raus. Und jetzt? Und jetzt? Soll ich sie etwa wegzaubern? Ich muss hier das Ritual vollenden. Es soll die Insel vor den Feinden verbergen. Aber Faol hat recht. Wir müssen unsere Verbündeten in Grimford warnen. Aufgabe, erreiche die. Nein, sag ich noch nicht. Uns bleibt nur eins. Du! Muss die Warnung überbringen. Persönlich. Fliege nach Grimforth und warne den öffentlichen Dorfpriester. Sag ihm, dass ein Angreifer auf Primarkzone bevorsteht. Hier mein Siegelring, damit man dir glaubt. Viel Glück. Gott. Gott. Dieses Mal sage ich jetzt Tschüss. Wir sehen uns aber in der nächsten Aufnahme und tschüss.